Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2. Und endlich haben wir die Epson-Mission hinter uns gelassen, nachdem ich in der letzten Folge war es, glaube ich, nochmal ordentlich einen Rage vom Stapel gelassen habe. Aber die Mission hat mich tatsächlich seit langem wieder sehr, sehr getriggert. War wirklich eine komische Mission. War vielleicht auch nicht super optimal von mir gespielt, aber ich frage mich ehrlich, wie man das auf höheren Schwierigkeitsstufen schaffen soll. Da muss man, also krass. Aber egal. Es geht weiter. Wir sind immer noch in England, in Portsmouth. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe gute Neuigkeiten, Herr General. So gut, wie Sie unter diesen Umständen sein können. Wow. Ich habe mit dem Oberkommando gesprochen und die Rettungsoperation läuft bisher nach Plan. Aber Sie müssen noch Ihren Teil dazu beitragen. Ihre Truppen müssen nach Portsmouth durchbrechen. Primäres Ziel: kontrollieren Sie am Ende des Szenarios 3 Portsmouth. Siegfelder. Wow, es gibt ja auch nur 3, so wie es aussieht. Bonusziel: nehmen Sie Southampton ein. Bonusziel: versenken Sie das Royal Navy Geschwader. Also Flugzeuge oder was? Oder Royal. Die Navy ist doch eigentlich die Marine. Na egal. Geschwader klingt für mich aber eher nach Flugzeugen. Unsere Finte hat bisher gut funktioniert und tut es auch weiterhin. Die Straße nach Portsmouth ist so gut wie unbewacht. Auf ihrem Weg zum Hafen dürften sie nur auf sehr schwachen Widerstand stoßen. Das darf jedoch nicht darüber hinaus hinwegtäuschen, dass uns ein harter Kampf bevorsteht, wenn es dann darum geht, den Hafen vollständig unter unsere Kontrolle zu bringen. Zudem könnte es sein, dass die Briten unseren Plan mittlerweile durchschaut haben. Sie mobilisieren nämlich Truppen, um uns aus westlicher und südöstlicher Richtung abzufangen. Sie können versuchen, diese Truppen direkt anzugreifen, aber das wird uns wertvolle Zeit kosten. Also aus westlicher und süd. Ach ja, also von hier unten. Ah ja, also hier. Das heißt, sie spawnen halt hier wieder Einheiten. Also von wegen kein Widerstand. Es wird doch Widerstand geben. Also er widerspricht sich hier im Grunde in seinem Briefing schon direkt. Besser wäre es, wenn wir zuerst Portsmouth einnehmen und danach diesen Angreifer abwehren, die uns dann von hinten attackieren werden. Darüber hinaus müssen wir uns immer noch um diese verdammten britischen Geschwader kümmern. Deswegen wäre es empfehlenswert, zumindest einige wenige strategische Bomber aufzustellen, die sich der Schiffe annehmen können. Nach der Zerstörung der Überwasserschiffe unserer Kriegsmarine können wir nicht mehr mit Unterstützung durch Kriegsschiffe rechnen. Allerdings hat Großadmiral Raeder mehrere seiner besten U-Boote geschickt, damit sie uns unterstützen. Nachdem sie mit ihnen unsere tapferen Kriegsmarine gerecht haben, können sie auch weiterhin nützlich für sie sein. Wenn sie auftauchen lassen, können sie sie zur Einkesselung von Portsmouth beitragen, indem sie die hafenbasierte Versorgungswege blockieren. Unsere Rettung ist zum Greifen nahe, Herr General. Sie müssen nur noch ein letztes Mal tatsächlich danach greifen. Viel Glück. Naja, also entweder direkt angreifen, das Flankiermanöver, oder wirklich zügig nach Süden durchbrechen und irgendwie versuchen, mit strategischen Bombern seine Schiffe zu versenken. Wie viele Runden haben wir Zeit? 16 Runden. Das ist gar nicht mal so viel. Das ist knapp etwas mehr als die Hälfte der letzten Mission. Eingeschränkte Aufstellung. In diesem Szenario verfügen sie nicht über genügend Kanarienfelder für ihre ganze Armee. Wir haben nur noch 80. Wow. Okay. Herr General, bei unserer Evakuierungsvorbereitung bieten sich uns ein letztes Mal die Gelegenheit, britische Ausrüstung zu erbeuten. Mittlerweile nehmen uns unsere Bergungstrupps alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, sodass sie die meisten britischen Fahrzeuge und Flugzeuge erbeuten. Wenn sie ihren Einfluss geltend machen wollen, um ein letztes Mal die Bergung von Ausrüstung zu bewirken, dann ist jetzt die Zeit dafür. Sie haben 11 Belobigungspunkte, wollen sie 9 Belobigungspunkte investieren, um eine gemischte Sammlung von britischer Ausrüstung zu bergen? Nee. Also, ich sehe darin keinen wirklichen Vorteil. Die Einheiten sind nicht unbedingt stärker als meine. Und sie sind auch im Zweifelsfall nicht ausgebildet. Also haben halt nicht diese Kampfstärke, wie wir sie jetzt teilweise hier auf unseren Panzern haben. Deswegen mache ich das nicht. Da warten wir mal auf eine bessere Gelegenheit. Und wir bekommen einen weiteren Held. 2 Bewegungen. Die Einheit erhält pro Runde 2 Bewegungsaktionen, wobei die Anzahl der Bewegungspunkte jedoch unverändert bleibt. Also quasi so ein Zwischending zwischen normaler Einheit und Scout, der ja im Grunde immer wieder sich bewegen kann, solange er genug Bewegungspunkte hat. Das kann hier sehr, sehr wertvoll sein. Es ist eigentlich fast egal, ob man das auf einer Infanterie oder auf einem Panzer einsetzt. Wobei ein Panzer halt den Vorteil hat, er muss sich nicht immer noch entladen. Bei der Infanterie kann es halt passieren, dass er sich zwar bewegen kann, aber sich nicht entlädt. Und, also,
Ich sehe es eher bei einem Panzer. Ran an den Feind, also an den Feind ranbewegen, kämpfen und wieder zurückziehen. Das ist eine ziemlich nette Taktik. So, wo stellen wir uns denn hier auf überhaupt? Wo ist denn meine Aufstellungszone? Hallo? Ach so, ich muss wohl jetzt erstmal die Einheiten so weit reduzieren, dass wir unter die 80 kommen oder auf 80 kommen. Da würde ich jetzt vorschlagen, wir lassen... einen Panzer zurück. Und... Ja, jetzt ist die Frage. Holen wir uns noch einen strategischen Bomber? Nehmen wir eine Flak weniger mit? Artis würde ich eigentlich ungern einbüßen. So, wir haben Pioniere. Dann nehmen wir mal die Grenadiere raus. Was haben die für Eigenschaften? Berühmt. Überlebenskämpfer und Genauigkeit. Die haben Nahkampf. In engem Gelände richtet der Beschuss dieser Einheit gegen den Wert Verteidigung Nahkampf der feindlichen Einheit. Aber das ist doch eigentlich immer so, oder? Hä? Was ist denn das für eine Eigenschaft? Das haben die Pioniere doch auch. Das haben doch schon alle Infanterieeinheiten, oder? Verstehe ich nicht so ganz. Kann mir vielleicht mal jemand bitte in den Kommentaren erklären, was das genau bedeutet? So, 80 von 80. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken. Wir brauchen auch strategische Bomber. Wir haben ja gesagt, wir sollen die Schiffe von ihm versenken. Jetzt machen wir erstmal generell eine Auffrischung. Genug Punkte dafür haben wir, auch wenn wir nicht alle Einheiten davon jetzt vermutlich mitnehmen. Wir müssen mal gucken, eventuell, dass wir hier... Ist eigentlich krass. Feindliche Einheiten, die an diese Einheit angrenzen, leisten keine Unterstützungsfeuer. Ich würde trotzdem die mal rausnehmen, weil die ist deutlich schwächer als die hier. Und jetzt gucken wir mal, was wir uns dafür kaufen können. So, strategische Bomber. Moment mal, was haben wir aktuell für einen Bomber? Das ist eine U88. Kann man die upgraden für irgendwas? Nee, die sind alle schlechter. So, die U hat eine Kampfstärke gegen Schiffe von 16. Das hat die HE übrigens auch. Ist aber ansonsten ein bisschen schlechter und kostet deswegen auch ein bisschen weniger. Okay, gut, deswegen kaufen wir uns jetzt U88. So, und die müssen wir jetzt aber... ach nee, wir haben eine andere U dafür rausgenommen. Da haben wir einen Punkt wieder bekommen. Jetzt muss ich mal fast gucken, was kostet denn die Flak? Die Flak hat... hier 3. Wow, okay. Panzer auch 3. Fallschirmjäger 2. Oh, die Pioniere kosten 4. Krass. Flugzeuge 3. Der Scout hat nur 1. Ach, lol. Wir haben doch gar noch eine U im auf Lager. Das sehe ich ja jetzt erst. Denn die ist sogar schon minimal besser. Okay, das habe ich natürlich übersehen. Das heißt, wir nehmen die wieder mal raus. Ist egal, wir haben genug Punkte. Das müssen wir uns jetzt irgendwie nicht drum kümmern. Aber dann nehme ich natürlich die mit, die schon einen etwas besseren Ausbildungsstand hat. So, und jetzt ist die Frage, bei so vielen... Also klar, wir müssen halt erstmal die Fläche überbrücken, aber eigentlich wäre es schon ganz geil, wenn wir noch eine Pionierseinheit mehr haben. Also 4 Panzer, 4 Pioniere. Den Panzer 4D, auch wenn er jetzt eher gegen Infanterie gedacht ist, den würde ich schon gerne behalten. Was ist denn jetzt der schwächste Panzer, den wir hier noch haben? Das ist er hier, oder? Ah, der hat natürlich auch... Die haben alle schon ziemlich geile Eigenschaften hier. Aber das ist tatsächlich gerade der schwächste Panzer von denen. Und dafür könnten wir nämlich jetzt genau noch eine Pionierseinheit mitnehmen. Die Grenadiere sind teilweise auch schon extrem stark, die wir hier haben.
So, der hat noch keinen Überlebenskämpfer. Der hat den Überlebenskämpfer schon, aber der ist besser ausgebildet. So, hier haben wir nochmal Fallschirmjäger. Okay, dann nehmen wir die noch mit. Dann sind wir genau bei 80. So, und jetzt müssen wir unseren Helden noch vergeben. Der kann halt dann sich weiter bewegen. Das ist eigentlich fast egal, auf welchem Panzer wir das packen. Ich pack's mal auf ihm. So, Helden. Ach so, der kann nur maximal drei. Okay, wir haben hier überall drei Helden. Wir haben auf ihm nur einen Helden. Artillerie und Panzerabwehrunterstützung. Siegfried von Bonde. Hier, zwei Bewegungen. So, okay. Dann stellen wir die Kollegen mal auf. Ja, nee. Komm mal zurück. Ich wollte eigentlich erstmal die Infanterie aufstellen. Wo starten wir denn? Er pusht von hier. Okay, wir müssen also straight forward einfach nur. Wartet mal. Ihr könnt mal hier auf das Feld. So, die Scouts. Die Artillerie. Stellen die Panzer mal. So, und jetzt noch die Flugzeuge. Wo ist der nächste Flugplatz? Der ist hier. Der wäre extrem wichtig. Die Frage ist ja auch, ob er dieses Flankiermanöver erst ein paar Runden startet, nachdem wir schon angefangen haben. Das ist halt im Moment nicht so richtig klar. Die U-Boote, was sind das? Das ist Typ 7C. Die würde ich erstmal wirklich in Deckung lassen, bevor wir überhaupt Portsmouth angegriffen haben. So, wo sind denn unsere Bomber eigentlich? Bin ich bescheuert? Wir sind bei 8. Habe ich die Bomber beide jetzt aus dem... Bin ich bekloppt? Nee, ich habe sie noch nicht aufgestellt. Habe ich jetzt fast vergessen. So, das sind die Bomber. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, der Scout. Direkt ran hier. Okay, gut. Ach, krass. So, jetzt können wir direkt gucken, dass wir... Wo ist denn mein Doppeljäger? Hier. So, dass wir direkt seinen Flugplatz hier einnehmen. Damit können wir nämlich die Jäger schon mal und die Bomber vor allen Dingen in Reichweite des Hafens bringen. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt stellen wir uns mal so auf, dass wir hier das Ganze verteidigen können. Ja, die Art, die hat es jetzt nicht ausgeladen. Das ist mir durchaus bewusst. Der Mörser geht mal hier hinter. Ach, guck mal, da sind ja auch noch welche. Die habe ich ganz übersehen. Na, das ist ja kein Problem.
Warte, hier ist auch noch eine Arti. Gut, das war eine richtig schlaue Idee von mir mal wieder. So, jetzt erstmal angreifen. Jetzt zieht er sich nämlich dorthin zurück. So, und er kann dahin gehen. Er gibt ja auch Abwehrfeuer. Das ist sehr gut. So, die Artillerie rückt mal hier rüber nach. Wir verlegen unsere Flugzeuge aber auch schon aktiv auf den neuen Flugplatz. Also ich versuche jetzt tatsächlich relativ schnell. Setzen mal hier einen Jäger hin. Ich versuche jetzt relativ schnell wirklich aktiv vorzurücken hier. So, ist der hier auch mit? Gegen weiche Ziele, perfekt. Da können wir nämlich die da hinstellen. Und die Flak geht dann mal bitte hier hin. So. Ist die Frage, was er hier von Westen ranführt. Ich hoffe erstmal nichts. Ich will einfach mal gucken, was hier steht. Gar nichts. Und hier oben. Ah ja, ein Panzer, okay. Dann stellen wir den mal dahin. Nicht, dass er auf die dumme Idee kommt, hier uns flankieren zu wollen. So. Gut. Die Artillerie. Was mache ich mit ihr? Sie kann sich nochmal bewegen. So, Rundenwechsel. Ah ja, da kommt schon seine Verstärkung. Aua, minus 6. What the hell? Was ist das denn für ein Jäger gewesen hier? Moment mal. Mein Freund. Wir holen ihn trotzdem vom Himmel. Frischen ihn auf. Setzen die Flak direkt hier vorne an. So. Der Scout geht mal bitte dahin. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Halleluja, was steht denn dort? 20, 15, 15, also das ist auf jeden Fall, da müssen wir jetzt auf jeden Fall gut arbeiten hier. Da stellen wir hier mal die Pioniere hin. Wir, so viel zu, wir gehen straight Richtung Portsmouth. Wir stellen dort die Artillerie hin. Und wir stellen ihn und ihn und ihn mal dahin. Damit können die uns hier nicht so einfach flankieren. Der Scout greift ihn an. Hier ist die Doppel-U. Okay. Jetzt haben wir natürlich keinen Jäger, um hier noch Support zu leisten. Es kann also durchaus passieren, dass er uns jetzt hier mit Jägern auf die Pelle rückt. So viel zu überhaupt kein Widerstand. Das ist echt witzig. Wir rücken hier vor. Wir nehmen den Mörser mit.
Wir nehmen die Pioniere dahin. Und wir nehmen einen Panzer hierhin. So, und hier der Scout. Der kann hier mal kurz Hallo sagen. Kann die rausnehmen. Kommt aber leider nicht mehr zurück. Das heißt, wir stellen ihn mal auf das offene Geländefeld hier. Aber wir können ihm die nein. Wäre so schön gewesen, ihm die Arti dort als Support noch mit hinzustellen. Alter Falter, da steht aber einiges. Na ja, gut. Wir nutzen jetzt unsere ganze Luftwaffe hier. Ich weiß, dass die Us jetzt keine Support dabei haben. Das ist natürlich nicht so geil. Eigentlich war der Plan auch gar nicht, jetzt aber hier groß was zu machen. Aber wenn er da mit so viel Infanterie steht und uns hier... Also, das kann man hier relativ einfach einkesseln. Wenn wir dann die Ruhe aus Osten haben, ist das auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wir haben ja auch nur 16 Runden Zeit. Wir dürfen also hier auch nicht großartig rumbummeln. Und den Panzer lasse ich mal noch hier stehen, solange ich nicht weiß, was da von Westen kommt. Naja gut, dass er jetzt hier sich auf die Us stürzt, das war irgendwie fast klar. Ach du Scheiße. Problem ist, dass wir hier mit dem Panzer nicht in den Wald rein können. Das ist echt ein beschissenes Problem. So, wo ist denn bitte... Ach, guck mal, er kann erstmal direkt rausgehen. Auf ihn kommen wir nicht. Hier ist der Doppeljäger. Okay. Gut, dann stellen wir hier die Pioniere auf. Wir stellen da die Pioniere auf. Oh, scheiße. Zum Glück... Zum Glück hat er hier anscheinend im Moment keine Flak stehen. Davon profitieren wir jetzt ein bisschen. Wo ist eigentlich da eine Doppel? Wo ist die W? Die ist hier. Ach scheiße, die... die brauchen wir eigentlich jetzt an einer anderen Stelle. Also hier zum Beispiel. Und dann setzen wir die mal hier oben ein, weil... Das ist ja Quatsch. So, und dann kann die nämlich hier... Warte. Ach, okay, dann nehmen wir die Art hier. Also immerhin geht die Infanterie hier relativ gut raus. So, wir stellen die mal da auf. Die Wespe macht mir hier ein bisschen Sorgen. Aber ich gebe auch jetzt bewusst Gas, um hier gar nichts anbrennen zu lassen. Das Einzige, was mich hier jetzt halt stört, ist...
dass wir hier drei Einheiten binden. Ich führe den Panzer mal da nach oben hin. Ihn tatsächlich in den Wald rein. So. Das ist nicht geil. Das ist mir durchaus bewusst, dass das nicht geil ist. Deswegen stellen wir mal... Ich überlege gerade, ob ich sie hier oben hinstelle. Dann haben die keine Unterstützung. Ach doch, wir können sie ja hier hinstellen. Hahaha. Okay, dann hat der Scout jetzt nur eine Art hier als Support. Die kann tatsächlich auch angegriffen werden. Was ist, wenn ich die da hinstelle? Das ändert nichts an der Sache. Kann der... Nee, kann er nicht. Okay, dann geh mal dahin. In die Lücke kommen die hier nicht rein. Und ihn lasse ich jetzt bewusst mal hier stehen, damit die nicht hier die Straße runtergehen können. Und wir haben natürlich jetzt die westliche Flanke, die ist jetzt komplett offen. Also wenn er da irgendwie jetzt sagt, hallo Tria, dann haben wir da auf jeden Fall ein Problem. So, ihn können wir nochmal auffrischen. Hier spiele ich erstmal komplett auf Defensiv. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Was kommt da jetzt noch mehr Infant? Ach, er flankiert dort. Ach, Mist. Okay, das ist natürlich jetzt scheiße. Das hatte ich nicht bedacht. Er will den Scout hier im Wald angreifen. Ja, das ist natürlich für den Scout scheiße. Er macht das hier genau nochmal. Aber das tut auf jeden Fall trotzdem weh für ihn. Oh je. Halleluja. Okay, so viel zu. Er startet den Flanken-Move erst nach ein paar Runden, nachdem wir, aber der geht ja direkt drauf hier. So, wir schicken ihn erstmal da hoch. Jetzt haben wir natürlich immer noch die W hier. Das ist ein sehr großer Vorteil für uns. Denn die kann nämlich jetzt hier auf jeden Fall Einheiten rausnehmen. Die Frage ist, wen? Das ist ein Cruiser. Der hat eine Kampfstärke gegen Panzer von 14. 13, 14... 14. Die sind also, das sind alles Cruiser MK1, ne? Ne, also das ist ein MK4er, MK1, MK4, MK4. Was ist da der Unterschied? Ach, die Kampfstärke gegen Infanterie und die Verteidigungswerte. Okay, dann gehen wir natürlich auf die 4er. So, den auf 5 runter, den auf 5. Haben wir die erste Welle erstmal soweit abgewehrt. Wir könnten jetzt hier sogar nochmal ihn soweit runterknallen, dass es da erstmal entspannt ist. Die Frage ist, wie lange es da entspannt bleibt. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir die Infanterie rauskriegen. Und hier kommt jetzt auch eine Matilda MK2 nach. Das gefällt mir natürlich nicht wirklich. Shit, der kriegt den nicht raus. Na toll, das hat ja richtig viel gebracht mit dem Jäger. Wir haben halt auch nur eine Pionierseinheit hier. Und wir müssen jetzt echt gut überlegen, auf welche, wen wir jetzt wie angreifen hier.
So, der Scout gegen die Matilda, das bringt nichts. Die können erstmal die rausnehmen. Boah, Leute, ernsthaft. Wartet mal. So. In welche Richtung ziehen die sich jetzt zurück? Dahin. So, wir gehen. Okay, so hier oben. Schade, dass die Pioniere keine Dampfwalze kriegen. Nee, wartet mal. Das gefällt mir noch nicht. Ach du lieber Himmel! Der schafft es nicht. Der könnte da nochmal angreifen. Okay, nee, das lohnt sich nicht. Ich hätte natürlich gerne vermieden, den Scout jetzt hier. Den hätte ich gerne nochmal aufgefrischt. So, ich spekuliere jetzt einfach mal. Okay. Ja. Was hatten die für eine Reichweite? Wir könnten natürlich auch die Wespe angreifen. Oder wir könnten hier drüben einfach weitermachen. Wir könnten die Wespe angreifen. Und der Jäger hier. Der könnte entweder aufgefrischt werden. Oder er könnte hier oben Support leisten. Oder hier unten einfach auf die Artillerie gestellt werden. Ich frische ihn tatsächlich einfach mal auf. Und ich will mich jetzt erstmal konzentrieren, dass wir hier die Leute irgendwie weit ärgern. Okay, gut. Dann sind wir aber für heute schon durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Obwohl, warte mal, wir machen mal den Anfang noch. Auch wenn es... Oh, das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Okay, damit sind wir aber durch für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Kalle, Ködö, Iron Dart und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.